tot. Schon besser. Ja, also diese Charaktere sind schon echt geil gemacht. Was haben wir hier eigentlich noch? Kopfkissenbezug. Kann man das irgendwie benutzen mit ihm? Er braucht keine weltlichen Besitztümer mehr. Vorausgesetzt, seine Geschichte stimmt. Okay, wir stopfen mal das Loch hier zu. Hey, bleib da an. Okay. Ich dachte, ich soll verschwinden. Ja, kannst du dich... Okay, wir müssen wahrscheinlich auf die andere Seite. Aber die andere Seite ist doch diese Abstellkammer, oder? Das hier ist eigentlich der Schrank. Außer, das geht bis darüber, der Seher. Aber der Seher hat kein Bad. Also er hat schon ein Bad, aber da kann man nicht rein. Wir gucken mal hier auf diese Zimmertür. Ansonsten gehen wir mal hier rechts rüber. Hm, abgeschlossen. Kann man den Geist abstechen? Goal? Oh, gute Idee. Keine Antwort. Wir versuchen das mal. Gute Idee. Fischmesser. Gespenst. Wozu braucht ein Gespenst ein Fischmesser? Zum Klappern? Und ich dachte schon, es gibt nur Fisch im Jenseits. Okay, schade, geht nicht. Aber gute Idee, Nachtspion. Zimmertür. Abgeschlossen. Okay. Goal? Keine Antwort. Aber da ist doch jemand drin. Ich höre Stimmen. Der macht immer als Klopfzeichen dieses geheime Klopfzeichen von seiner Rebellen-Allianz. Von seiner Untergrundorganisation. Was ist denn hier? Knöpfe zum Drücken? Geil. Was ist hier? Pastetenautomat. Okay. Wer braucht schon Münzgeld, wenn er über magische Finger und ein unbestreitbares Händchen für Automaten aller Art verfügt? Okay. Aua! Okay, wir brauchen anscheinend Münzgeld. Und wieso ist eigentlich hier in dieser Pastete eine Mutter? Da ist eine Mutter drin. Oder? Ist das eine Mutter? Es muss eine Mutter sein. Und anscheinend ist die Pastete an Strom angeschlossen. Achso, die Maschine ist praktisch die angeschlossene Pastete an den Strom. So ein Sinnbild dafür, für die Maschine. Okay, witzig. Knopf an den Diagonalen. Rechter Knopf, mittlerer Knopf, linker Knopf, Hebel, seitlicher Knopf, Heizung. Oh, Heizung. Also mal gucken, was da passiert. Nix. Die roten Module stehen auf Heizen. Das ist aber auch so eine Energieverschwendung. Mal gucken, ob ich die abstellen kann. Wieso sollen wir die eigentlich abstellen? Aber wahrscheinlich müssen wir sie abstellen. Übrigens, ich bin etwas verschnupft, deswegen rede ich sehr komisch. Aber ich hoffe, das stört euch nicht. Hebel, nix. Seitlicher Knopf. Aha. Okay, das ist dann invertiert. Ah, das ist witzig. Das ist witzig. Das invertiert anscheinend immer. Ja, das invertiert die ganze Zeit. Aha. Okay. Und hier nochmal. Zack. Und jetzt, was machen wir jetzt? Einmal so. Ach Mist, jetzt geht's immer nur nicht ganz. Verdammt. Hebel. Zu der Starthebel oder so, oder? Knopf an den Diagonalen. Ach so, dann geht's diagonal. Ah, okay. Jetzt habe ich es kapiert. Okay. Testen, was hier passiert dann. Hier und nochmal hier. Okay, seitlicher Knopf. Das ist jetzt wieder so ein Minigame. Da muss man ein bisschen rumprobieren. Wenn man es checken würde, dann könnte man es vielleicht besser machen, aber ich check's nicht. Ich weiß nicht genau, ich habe kein System dafür. Ich sehe zumindest noch keins. wie schaut es jetzt aus? Diagonal wäre dann blau, aber in der Mitte ist immer noch eins. Immer noch eins in der Mitte. Der Hebel, der an der Seite, der Hebel, der geht erst, wenn man wahrscheinlich ganz fertig ist. Was war das?
Ah, okay, das ändert sich doch. Aha. Interessant. Dann schalten wir jetzt das mal um. So. Und das. Okay. Und das. Nochmal das. Diagonal. Das ist immer noch diese eine in der Mitte. Verdammt. Okay, hier geht's nicht. Wenn wir das hier umstellen und jetzt den Hebel drücken. Nee. Und jetzt. Hebel. Ah, okay. So und so. Okay, jetzt wäre es hier zumindest gleich. Ewiges Minigame. Okay, jetzt haben wir in der Mitte 2. Ist immer noch das Ding in der Mitte. Knopf an der Diagonalen. So, jetzt machen wir nochmal diesen Hebel hier. Da ändert sich zumindest teilweise was. Okay. So vielleicht. So. Ah, jetzt haben wir es. Moment. Zack. Und jetzt diagonal. Ha. Geschafft. Geschafft. Rufus 1, Entropie 0. Ha. Jetzt ist es kalt. Sehr schön. Der Hebel scheint links und rechts zu tauschen. Vermutung. Ja, genau. Der hat links und rechts vertauscht. Und zwar immer in der Dreiecksform. Hat er immer getauscht. Aber jetzt haben wir es auf jeden Fall. Voll cool. Super. Pastetenautomat bringt jetzt nichts. Ich weiß nicht genau. Wahrscheinlich verlieren dann die Bewohner jetzt. Was ist das? Aha. Getropft. Okay. Mülltonne. In solchen Mülltonnen kann man die verrücktesten Sachen finden. Okay. Oh, stimmt. Ein Pelikan. Das ist nicht mal verrückt. Das ist maximal milde merkwürdig. Okay, was haben wir denn hier? Staub mit Pelikan. Gesundheit. Okay. Es stoppt einfach nur, da kann man nichts machen. Was, da oben kann man was machen? Leck. Bei diesem Rohr handelt es sich offenbar um ein Auslaufmodell. Oh Gott. Was für ein Witz. Okay. Weiter. Wir haben noch diesen Zimmerschlüsseltür. Die Frage ist, was ist denn die Nummer 5? Ist das vielleicht hier? Das? Ah, okay. Dann sind sie da drin. Da seid ihr ja. Und wow, was ist das alles für Zeug? Habt ihr das gerade erst aufgebaut? Nein. In diesem Hotel gehören Neurofusionskammern zum Standardzimmerinventar. Natürlich waren wir das. Ganz schön flink. Und ja. Wozu braucht man so ein Neuro-Dingens? Kann man damit verschlüsselte Sender gucken? Das auch. Hauptsächlich repariert es aber Golds Gehirnimplantat. Ah, okay. Gehirn? Du weißt doch, die Wiederverschmelzung ihrer Charakterfacetten. Ja? Ihr gesamtes Bewusstsein war auf einer Datasette gespeichert. Richtig. Zusammen mit den Aufstiegscodes. Die ihr für den Zutritt zum Hochboot braucht. Genau. Nach diesem Eingriff ist Goal wieder ganz die Alte. Und gut, dann kannst du auch die Dusche wieder benutzen. Dusche? Wozu? Naja, für den Aufstiegszoll. Oder dachtest du, sie lassen dich so nach Elysium? Oh. Was soll das denn nur wieder heißen? Ich meine ja nur,
Nach allem, was wir über diesen Cletus wissen, ist er ein extrem reinlicher Mensch. Wenn du also in seine Rolle schlüpfen willst. Lass mich mal machen. Kümmert ihr euch erstmal um Gold? Oder muss ich euch dabei auch noch helfen? Nicht nötig. Es ist fast alles bereit. Cool. Fast? Fast? Okay, was meint er mit fast? Ich find's cool, dass hier sie die Dusche umgebaut haben. Richtig cool. Und anscheinend ist hat unsere Heizung, die jetzt ausgeschalten ist, schon erste Erfolge geleistet. Ich weiß nicht genau, was vorher war. Wir haben es ja nicht gesehen, keine Ahnung, was war. Aber anscheinend verliert er jetzt. Was meinst du mit fast? Das muss wohl das Ziel gewesen sein. Nichts Schlimmes. Ich muss nur noch das Dateninterface kalibrieren. Und wieder einmal muss ich die Karre in den Dreck ziehen, stimmt's? Dich doch. Kein Problem. So ein Datengedöns filetiere ich doch mit links. Man muss einfach hier drücken und... Rufus, nein! Das drosselt die Brennstäbe. Ach, die können das ab. Rufus, dieses Kalibrieren ist doch eigentlich viel zu simpel für dich. Warum kümmerst du dich nicht um die viel schwierigere Profimission? Profimission? Na klar. Doc braucht noch dieses Ding, das sich nicht in diesem Hotelzimmer befindet. Genau. Dieses Plasma... Austausch... Flubbidiwupp. Mammutfell. Relais. Ein Plasma-Austausch-Flubbidiwupp-Mammutfell-Relais? Schwer zu beschaffen. Für Anfänger von eurer Sorte vielleicht. Einen Profi wie mich. Geil. Kostet das nur einen Jiffy. Einen Jiffy? Was ist ein Jiffy? Tasche? Kann ich mir deine Tasche ausleihen? Na klar, nimm sie ruhig. Immerhin hast du mir ja bislang nur meine Lebensgrundlage und mein Zuhause genommen. Warum dann nicht auch die Tasche mit meinen letzten Besitztümern? Cool, danke. Sehr aufmerksam. Es ist fies. Git, ist die fleckig. Hey, das war Ironie. Hab ich mir schon gedacht. Vielleicht solltest du dich beim nächsten Mal hinsetzen, wenn du sie schon mit aufs Klo nehmen musst. Oh, eklig. Drittelschrauber? Oh, nichts cool. Da, Rufus. Ich brauche den Drittelschrauber für die Operation. Und ich brauche ihn, um ihn wahllos mit Gegenständen zu kombinieren. Ich sagte Finger weg. Ist ja schon gut. Okay, dann geht's nicht. Oso? Ja, Oso, du alter... Pirat, sag es ruhig. Hä? Nee, wie kannst du denn ein Pirat sein? So ganz ohne Kutter. Oh. Altersflecken-Endlager, wollte ich sagen. Zieh dir mal lieber was an. Du willst doch nicht, dass Gold sofort wieder ins Koma fällt, sobald sie aufwacht, oder? War das nicht krass vorhin? Willst du dir jetzt nicht langsam mal was anziehen? Willst du dir jetzt nicht langsam mal was anziehen? Geht nicht. Meine Klamotten sind in der Wäsche. Und wenn ich sie dir bringe, ziehst du dir dann endlich mal was über? Warum sollte ich? Du frierst doch bestimmt. Deine Blöße wirkt mein Ästhetikempfinden. Es ist immerhin eine Frau anwesend. Oh ja. Es ist immerhin eine Frau anwesend. Goal, auf mich wirkt sie eher abwesend. Und so lange könntest du mir ruhig mal die Beinfreiheit gönnen. Du ahnst ja nicht, wie schwer es ist, eine passende Hose in meiner Größe zu finden. Na gut, es ist eine abwesende Frau anwesend. Aber ist das ein Grund, gleich auf ihr herumzutrampeln? Sie ist ja jetzt schon ganz rot. Rufus, ich glaube, du stehst auf ihrem Beatmungsschlauch. Egal. Es geht hier nicht um irgendwelche Schläuche. Es geht hier um... Beinfreiheit? Genau. Nicht, dass ich jetzt weniger Beinfreiheit hätte. Ich denke da auch an Doc. Mach dir mal keine Sorgen um meine Beinfreiheit, Junge. Apropos, warum sieht man eigentlich nie deine Beine, Doc? Lassen wir es doch einfach bei... Mach dir keine Sorgen, Junge. Sieht man wirklich nicht, was oder? Auch immer. Ich brauche dieses Handtuch. Ja, ich brauche genau. Dieses Handtuch. Okay. Nein! Du weißt auch nicht, was du willst. Neue Augen. Du frierst doch bestimmt. Du frierst doch bestimmt. Es ist schon ein wenig zugig. Ich glaube, die Heizung ist ausgefallen. Aber, naja, was ein echter Pirat ist. Und ein Pirat. Wer hatte denn den Quatsch eingeredet? Naja. Eigentlich warst du das. Ach, herrje, wenn man blöd fragt. Es ehrt mich, dass du versuchst, mir nachzueifern. Aber sieh den Tatsachen ins Auge.
Du wirst nie so ein Draufgänger wie ich. Komm schon, schlüpf in deinen schmuseweichen Plazenta-Fellmantel und... Bah, vergiss es. Ich bleib jetzt erst recht in der Kälte sitzen. Und wenn ich mir dabei die Schüttelpocken hole... Die Schüttelpocken? Okay. Wir müssen anscheinend echt eklig irgendwas machen mit Pocken oder so. Schade ist, dass er jetzt eigentlich sagt, er ist ein Pirat und der Rufus sagt jetzt, nö, du bist kein Pirat. Die ganze Zeit hat er, ich glaube seit dem Pony 1, hat er ihm gesagt, er ist ein Pirat. Ich sag dir, du holst dir die Schüttelpocken. Unsinn, dann wäre meine Zunge doch ganz blau. Außerdem hätte ich Husten, Schnupfen und Fieber. Blaue Zunge, Husten, Schnupfen, Fieber. Alles klar. Rufus, du planst doch nicht etwa, mich mit Schüttelpocken zu infizieren. Nein. Ich habe nur gesagt, dass du sie dir holst. Wie du das machst, bleibt mein Geheimnis. Yep, genau. Ach, mach doch, was du willst. Okay. Außer der Sache mit den Beinen, hörst du? Alles, nur nicht das. Okay. War das nicht krass vorhin? War das nicht krass vorhin? Geht so. Oh je. Du bist unglücklich, nicht wahr? Unglücklich ist gar kein Ausdruck. Naja, er hat seinen Kutter verloren. Ich wohl auch an deiner Stelle. Immerhin hast du die ganze coole Action verschlafen. Okay. Lach doch mal wieder. Lach doch mal wieder. Warum sollte ich? Mein Kutter ist kaputt. Ist doch kein Weltuntergang. Die Welt geht unter. Nicht vor morgen früh. Und etwas Vernünftiges zu essen gibt es hier auch nicht. Mecker, mecker, motz, motz. Du klingst schon fast wie meine Ex-Freundin. Toni. Oder mein ex-bester Freund Wenzel. Oder jeder andere, der einen größeren Zeitraum mit mir verbracht hat. Genau. Und das bringt dich nicht irgendwie zum Nachdenken? Um mich zum Nachdenken zu bringen, muss schon deutlich mehr passieren. Ja, das war auch mein Eindruck. Oh ja. Erlöse mich von diesem Anblick. Sagtest du eben, dass du Hunger hast? Wir müssen ihm echt irgendwas geben, was die Zunge blau färbt. Sorry, ich muss hier weg. Nimm's nicht persönlich. Es ist einfach nur dein abscheuliches Aussehen. Meine Augen sind schon ganz vereitert. Oh Mann, der ist echt fies, ist der. Das ist echt fies. Vielleicht ist in der Zahncreme irgendwas Blaues, aber nee, das glaube ich nicht. Nee. Wenn in der Zahncreme irgendwas Blaues wäre, dann wäre es ja keine Zahncreme. Dann müsste es ja die Zähne verfärben, das ist ja doof. Was ist denn in der Tasche? Mal gucken, was Bozo alles mit sich rumträgt. So. Unterwäsche. Ein Drei-Mann-Zelt. Ach nein, es ist noch mehr Unterwäsche. Aber hey, was ist das? Ein Champon. Halte ich hier etwa das Geheimnis seiner glänzenden Lockenpracht in Händen? Aha. Shampoo. Oh, da hängt ein handgeschriebenes Etikett an der Flasche. Mein liebes Berli. Berli. Ich habe dir etwas von meinem selbstgemachten Spezialschampon eingepackt. Es enthält die geheime Zutat, die dein Haar so schön voll macht. Also pass gut darauf auf. Immerhin musste dein kleiner Bruder dafür auf sein Frühstück verzichten. Okay. Ich glaube, das müssen wir dem Typen geben, dem diesem Guru. Wir gehen mal. Mammutfell? Wirklich? Und Fluppidiwupp? Schon gut. Fluppidiwupp. Die Zimmertür geht ja nicht auf. Keine Antwort. Aus zum Pastetenautomaten. Das Zimmer des Seers. Da wollen wir hin. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Shampoo mit Kapuze. Kein einziges Haar an der Kapuze. Aber wo dann? Na gut, dann auf den See. Was ist das? Ein Shampoo? Sehe ich so aus, als hätte ich Probleme mit fettigen Haaren? Es hilft auch gegen Läuse und Schuppen. Dann solltest du es lieber behalten, oder? Na okay, schade. Ich dachte jetzt, wir können dem vielleicht ein tolles Haar geben. Dann eben nicht. Ist hier hinten noch was? Pastetenautomaten, da waren wir schon. Wir gehen mal raus.